Gut gemacht. Bravo. Grüezi Leute, willkommen aus Österreich. Drei Tag Trainingslager mit Jam. Und jetzt zeige ich euch auch noch an Crossbar Shot. Akmas. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. A6 all the hay. I won't get involved today. Got lost in the ball and age. I'm flipping the balls, I'm flipping the flipping the flipping the all record off record. I still count wins when they got it. On record off record. I let them take advantage. I was wildin' on record off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record off record. I still want the act, not the ghost. Meister, was geht ab? Grüß dich. Dunja Athletic Trainingscamp, 3 Tage. Das heißt, wir werden mit Lukas Technik, Conditioning, Schnelligkeit, Kraft einbauen, Flexibilität und auch natürlich Recovery. So krank, direkt eine Woche vor dem Vorbereitungsstart. Alter, dann komme ich direkt ins Training und on fire. Also wir fangen an mit Papa Warm-up. Das ist von meinem Vater, Taekwondo Warm-up. Dafür brauchen wir einen Ball und ich lasse jetzt den Trainer raushängen. Kannst du bitte den Ball holen? Korrekt. Und zwar, wir gehen Rücken an Rücken und wir fangen ganz entspannt an, dass wir hier rotieren, okay? Eins, okay. Zwei, auf geht's. Eins, ja. Zwei. Voller Fokus jetzt im Training. Zwei, genau. Wir gehen hier, hier und oben. Gut. Immer ausatmen. Sehr gut. Ich mach den, du lässt den Ball reinrollen und ja. Nimmst die Dehnung mit und gehst wieder nach vorne. Merkst du Hamstrings? Ja. Genau. Und wenn wir hochgehen, Po drückt sich wieder rein. Ganz nach oben, Full Range of Motion mitnehmen. Ich habe nicht diese Wölbung hier drin, sondern ich gehe immer mit meiner Brust zu meinem Knie. Wechsel, rotier. Zwei. Eins. Das heißt, wir drehen in diesem Kreis und der Ball dreht sich mit in dem Kreis. Ja. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Gut. Der rechte geht jetzt vor, genau, nicht nur seitlich. Boom. Boom. Gut. Boom. Okay, das heißt, wir machen nicht nur das hier, sondern wir öffnen die Brust. Vier. Arbeiten. Drei. Ja, Leute, das wird das beste Training bis jetzt, glaube ich, die 3 Tage, weil jetzt bin ich richtig on fire. Jetzt nochmal dieses Training, nochmal eine Schippe drauflegen. Da braut sich was zusammen, sagt Lukas. Da braut sich was zusammen. Links ist gelb. Ja. Rechts ist blau. Ja. Du darfst nur blau mit rechts fangen. Okay. Gut, gut. Ja. 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 Bravo. Nice. Jawohl. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber das wie dieses Brasilianische machen das hier. Bap eine. Bap eine. Okay. Bap eine. Bap eine. Okay? Ja. Jetzt nur mal unsere Kameraden. Ja. Nein! Wir haben ja schon mal gemacht. Du sagst blau. Zack, nehmen wir hier. Die vorderen ist einfach, aber wenn die nach hinten kommen, wollen wir uns absetzen. Genau, wir wollen uns absetzen, den Schritt und hier hinlegen und dann reinkommen in den Ball. Okay. Jawohl, jetzt bist du flexibel für alle Situationen. Gut gemacht, komm. Blau. Rot. Rot. Rot, komm. Grün. Komm. Gelb. Bravo. Okay. Pause. Grün ist blau. Rot ist gelb. Gelb ist rot. Gut. Grün. Gelb. Rot. Komm. Komm, komm, komm zurück. Gelb. Gut. Rot. Gut. Blau. Gut. Grün. Gut. Grün. Gut. Rot. Bravo, bravo, bravo. Holen. Weiter, weiter. Nicht stoppen. Rot. Gut gemacht. Gelb. Gut gemacht. Komm. Grün. Rot. Stark. 2 Farben, genau. Gelb, blau. Gut. Gut. Bravo. Schön. Rot, blau. Gut. Blau, grün. Gut. Grün, blau. Gut, gut, komm, 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 Kondition, komm. Und komm. Jawohl. Gut. Jawohl. Okay, blau, rot. Gut. Gelb, gelb. Gut. Gut. Gut gemacht, gut gemacht. Bist du hier, nachdem du gelandet bist? Bap. Siehst du, ich bin gerade, das heißt, ich mache nicht
das hier, sondern ich bleib gerade. Ja. Ich spiele den Ball und gehe hier. Ich spiele den Ball und gehe hier. Ja, geil. Das heißt, sanft, bumm, und dann wieder weg. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. Fucking my post the same now, I've been humble too long, yeah. Tell them all to stay calm, yeah. Tell them all to move on, yeah. Fucking my post the same now, they be lost in the sauce, yeah. Took a loss, that's your loss, yeah. Had to get my point across, yeah. Ist parallel zum Hütchen. Ball kommt hier hin, zack, zack. Ball kommt hier hin, zack, zack. Direkt dann zurückspielen. Junge, was ist das hier? Was, Junge? So yeah, we trending. Watch what you say, don't offend them. They keep in the real, they commend them. People like get your wife pregnant, but I ain't trying to be dependent. I need money never ending. I'm talking 100%. I need the only you rent it. Bravo, Lukas. Schön, Lukas. Kameramann wird wieder zu Torhüter, Goalkeeper TV. Das ist einfach doppelter Mitarbeiter, muss nur ein Gehalt zahlen. Nächste Übung, wir gehen jetzt in Richtung Technik. Technik-Torschuss ist es jetzt. Danach machen wir unsere Sprints. Hier haben wir den Toni Kroos, das heißt, der Ball kommt dann von hier, ja, und ich möchte mit dem Flick-Motion, was der Toni Kroos gerne macht, zack, uns den Ball mit einem Kontakt vorlegen, ja. Und dass wir den wirklich versuchen reinzuschlänzen. Ja. Ja. Eine Farbe. Ja. Wenn ich blau zeige, nimmst du den ersten Kontakt zu rot. Ja. Wenn ich rot zeige, nimmst du den ersten Kontakt zu blau und dann kommt ein Finish gegen Alex, 1 gegen 1. Verstehe. Ja. Gut. No room for my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gonna feed you. 2 von 2. I've been all on my grind, so why I need you. Baby girl love my bob and I like me too. Gut gemacht! No roof on my top and my babe see through. Gut gemacht! Hey, no, the pen don't stop, shit ain't gonna feed you. I've been all on my grind, so why I need you. Big flex, my swoller. Double cup and I'm pulled up. Niggas hating like holder. What's the problem? I'm pulled up. Big flex, my swoller. Hard body, they fold up. Shorty say I done glowed up. Double text on my phone up. Fuck with your boy, I'm the man of the year. I'm not a fan of your peers. Sorry, I'm a fade, I'ma hand him the shears. He not the man of your peers. Heart of a lion, I'm trapped in the fears. I love the 11 Sekunden brauchen wir rüber. Ja. Okay. Fangen hier an, das ist unsere Linie dann immer wieder, ja? Ja. Erste Einheit, Tag 1. Junge, einfach so geil. Jetzt erste Einheit fertig, die Boys. Frisches Wasser hier. Das kommt direkt von da oben. So Leute, erste Einheit ist fertig und jetzt geht's hier, man sieht's, in die Badewelt, so als Recovery-Einheit. Da holen wir uns auch noch was zu essen und danach kommt noch die zweite Einheit. Wir machen heute, letztes Trainingslager haben wir ja immer 3 Einheiten gemacht, dafür aber die Einheiten ein bisschen kürzer und jetzt habt ihr ja auch schon gesehen, die Einheiten 2 am Tag, aber brutalst intensiv, oder? Was sagst du? Auf jeden Fall. Erstes Mittagessen. Essen ist da. Essen ist da. Trainer, wo ist dein Essen? Ich warte mal. So, nach dem Essen geht es jetzt nochmal ins Schwimmbad. Einfach ein bisschen im Wasser chillen, ein paar Bahnen drehen, so aktive Erholung, damit man gleich die zweite Einheit topfit angehen kann.
Was geht ab, Leute, bevor wir mit der zweiten Einheit starten? Also erste Einheit war auf jeden Fall geil. Gibt es noch ein bisschen Werbung für das Trainingsprogramm von Jam, was er letztens rausgebracht hat, und zwar Dunja Athletik. Es ist ja so, dass ich jetzt mit Jam ungefähr schon über ein Jahr trainiere. Mhm. Also auf jeden Fall danke. Ich habe mega viel mitgenommen, habe auf jeden Fall auch dank Jam große Fortschritte gemacht. Viel im fußballerischen Bereich, aber auch Athletik. Eigentlich alles, was irgendwie dazugehört, wenn man Fußballer bzw. Athlet ist. Ernährung, Recovery, ich kann jetzt so eine Liste hier auch hin. Natürlich ist es so, ich trainiere jetzt mit Jam immer vor Ort und viele von euch können sich jetzt keinen Personal Trainer immer an die Seite holen. Und letztendlich alle Inhalte, die du mir vermittelst, gibt es auch auf dieser Trainingsplattform. Heißt, genau diese ganzen Bereiche sind abgedeckt. Du kannst gleich ein, zwei Sätze dazu sagen. Aber für alle, die Interesse haben, checkt schon mal den Link in der Beschreibung auf jeden Fall ab. Ihr müsst euch einfach vorstellen, das ist eine Plattform für Fußballathleten. Klar können sich auch da ganz normale Leute anmelden, die einfach gesund werden wollen oder gesund leben möchten. Und was auf dieser Plattform ist, ist einfach mein Wissen, ja, die Kompetenz, die ich mitbringe, sei es ob Workout, Diet, Recovery, Mental Health. Und da kommen auch exklusiv immer wieder neue Dietpläne, Workoutpläne etc. Und wir haben auch noch die Möglichkeit, dass wir Experten reinholen, das heißt so wie Spielerberater, Speed Conditioning Trainer, Leute, die einfach in ihrem Bereich viel, viel besser sind als ich, dass ihr daraus auch nochmal Wissen schöpfen könnt. Und wenn es was für euch ist, dann meldet euch gerne an bei Dunja Athletik. Ja Leute, wenn ihr Bock drauf habt, den ersten Monat gibt es jetzt in der Beschreibung zu 50% reduziert, die nächsten Monate dann 20% reduziert, wenn ihr über mich drauf kommt. Also checkt es auf jeden Fall mal ab, ist eine Riesensammlung an Wissen. Und ich sage ganz ehrlich, ohne dieses Wissen, ohne wie trainiere ich eigentlich, wie ernähre ich mich, wie erhole ich mich, wäre ich auf jeden Fall nicht in dieser kurzen Zeit jetzt so viel besser geworden. Also ich sehe jetzt selber, wie viel man davon auf jeden Fall erstmal umsetzen muss, um überhaupt diese Fortschritte zu machen. Da muss halt wirklich alles passen. Und deswegen auf jeden Fall geile Plattform. Ihr könnt euch dann monatlich einfach darauf freuen, immer wieder geile neue Inhalte zu bekommen. Und jetzt würde ich sagen, checkt's mal ab und viel Spaß damit. Okay, zweite Einheit. Ich würde sagen, wir starten, oder? Wir sind hier in der Natur, wir machen Athletiktraining, hier Bergsprints, am Wasser gleich hier so Stabilitätsübungen. Und ihr merkt, ich habe einfach nur übelst Bock drauf. Trainingsweste, Resistance Bands, Kettlebell. Equipment ist halt auch sehr wichtig. Ne? Ich bin in YouTube-Statistiken gesehen, dass eher der Großteil männliche Zuschauer sind. Und um das jetzt irgendwie, um da jetzt entgegenzuwirken, ne, ein paar Steps eingeleitet. Der Ü70-Schnitt an der Baumstein. So. Lukas, okay. Und bei dem machst du genau dasselbe. Halten, ne? Hältst das so, damit der Bizeps die ganze Zeit angespannt wird. Nicht hier, sondern hier. Drehen, genau. Viel mehr das Knie drehen. Gut. 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 Fußspitze, Hüftbeuger und Bauchmuskulatur machen den. Siehst du, wir gehen runter, Knie und hoch. Hoch. Hoch, 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 push, 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 push. Hier drei stehen und go. Gut, gut. Rumpf aktivieren, Po aktivieren. Gut, gut, gut. Das heißt, wir halten 4 Sekunden. Er geht langsam runter. 1, 2, 3, 4 und dann gehst du runter, drückst dich wieder ab und machst das 8 Mal. Ja. Geht brutal auf die Hamstrings. Bist du da? 3, 4, bravo. 1, 2, 3, 4. Vielleicht noch mehr weiter runter. Weißt du, bei den 1, 2, 3, 4. Viel weiter runter, viel weiter. Du musst fast schon fallen beim 4. Ja. 1, 2, 3, 4. Das war sehr gut. Das ist das. Außerdem ist diese Übung sehr, sehr gut, um dein Speed, Maximum Speed, in die Höhe zu schießen. Ja. Okay, deswegen machen wir das. Irgendwann musst du halt zurück und wieder fast schon hochkommen. Ja. Okay. 1, 2, 3, 4. Für jeden, der diese Übung schon mal gemacht hat, 50% haben die falsch gemacht, das weiß ich. Warum? Weil du nimmst das Kettlebell, versuchst mit deinen Armen zu schwingen. Nein. Los. Es geht nur darum, dass deine Hip und dein Glut aktiviert wird. Das heißt, das hier hält einfach nur. Statisch. Wir drücken nur hier. Nur hier.
now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. So what's up? I've been down and out with love. Keep it a buck, I don't fuck with these niggas. Always been one up on all of these niggas. They be trying to fuck for all of these bitches. I ain't got time cause they all in they feelings. Ice of the canyon, we making a killing. It's 2020 and they know the subvision. You be the hero, I'm playing the villain. The underdogs and we walk in the building. We getting money, yeah, they think that we feeling. They talking hot, yeah, fuck their opinions. And we won't stop till we all touch a million. Don't ever forget, but we probably forgive my nigga, I'm living. Taking the cards that was given, my blessings is already written. Wrapped little ribbon, putting ourselves in positions to make some major decisions. Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us. Wir machen unsere Sprünge, die kennst du. Okay, Superman Jumps, aber mit den Händen hoch. Ja. Die machst du 11 Mal. Okay. Boom. Das heißt, wir kommen nur an, dass unsere Knie so halb gewinkelt sind. Ja, genau. Fußspitze und dann wir drücken uns wieder hoch. Ja. Und wir nehmen unsere Arme mit hoch. Okay, push. Sugar spice and everything good. Nice, mix it up, good. Now you gotta spice. We bridging the gap, they want us to rap, so fuck are we back? Yeah. Drew need a plaque, we turn to the max and we never lag. Been in my bag, the shit is a drag, I'm feeling jet lag. Wenn ich Don't sage, pop, wenn ich nicht sage, pop, wenn ich Body sage, pop, okay? Und wenn ich Roulette sage, hop, Roulette, pop. Step, Roulette, 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 Roulette. Knees, heads, good, heads, knees, toes, step. Oh, einfache Übung, aber sehr, sehr wichtig. Das heißt, dieses two jump steps. Neymar macht es, Messi macht es. Dieses, du dribbelst und bist auf einem Bein die ganze Zeit. Das heißt, wir gehen bap, 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 bap. Okay? Weg zur Seite. Gut, 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 besser, komm, komm, gut, komm, 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 komm. Mit der Weste, mit dem Band, dann haben wir mit der Weste nur und dann haben wir ohne Weste. Das sind drei volle Sprints. Ja. Okay, und, go. Einheit Nummer 2, Haken dran, Athletik, Bergsprints, Sprünge, alles dabei gewesen und jetzt wollen wir uns einfach noch ein schönes Essen. Ist noch was zu sagen? Der Mann hat genauso Hunger wie ich, glaube ich. Okay. Wenn man einfach die einzige Person ist, die noch eine Vorspeise nimmt. Hey, Bruder, wo ist das? Ich hab mal Getränk. Aber ich hab Hunger. Guck mal. Kann das sein, dass wir einen Sonnenbrand gekriegt haben? So ein bisschen? Ein bisschen, aber. Ein bisschen? Nein.